Hallo ihr Schnuckis, ich möchte heute eine Perlenkarte machen. Die habe ich auf Facebook gesehen und fand die Idee voll cool. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. No. Das ist einmal quasi ein Kartenrohling, der ist 21 mal 14,8 und gefalzt bei 10,5, halt eben ein einfacher Kartenrohling. Und noch zwei Stücke, die sind 10,5 mal 3 cm, einmal für oben, einmal für unten. Und ja, hier unten habe ich schon einen Spruch drauf gestempelt und embossed. Das sieht man hier so ein bisschen. Das ist geglitzert. Also Have a Magical Day einmal geglitzert und dann quasi in Schwarz nochmal drunter. Weil ich fand, man hat das nicht so gut gesehen. Ne? Also man sieht es, aber man muss schon ein bisschen genauer hingucken. Und ja, dachte ich mir, das passt so. Und der Special-Effekt kommt halt in die Mitte von der Karte. Da braucht man dann noch ein bisschen Nylon oder so ein transparentes Garn, ein paar Perlchen und das war es eigentlich schon. Noch ein bisschen Deko. Das liegt noch hier neben mir, das trocknet noch. Ja, die Karte wird ein Ensemble werden zu meinem coolen hier, Zauberstab. Die Feen habe ich halt nochmal gemacht für die Karte. Und ja, das habe ich übrigens in dem Livestream gezeigt, falls jemand da wissen will, wie es geht. Da sage ich auch, von wem die Idee stammt, wo man sich dann die Anleitung angucken kann, wenn man keine Lust hat, den ganzen Livestream durchzuwuscheln. So, ich möchte die Karte nicht so lassen. Ich möchte in der Mitte gerne eine Schablone embossen. Ich hoffe, das klappt in irgendeiner Art und Weise. Und zwar nehme ich da hier diese Herzschablone und die möchte ich gerne da so drauf embossen. So, dann nehmen wir uns mal Klebeband und kleben das ab. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, muss ich mir was anderes überlegen. Also klebe ich mir das jetzt einmal schön ab von allen Seiten, weil ich da mit dem Stempelkissen drauf rummatschen will. Und da ist das besser, wenn ich alles abklebe, damit ich, wenn ich über den Rand komme, dann nicht mehr irgendwas einsaue. So, und jetzt war das schon Fehler Nummer 1, weil das sollte ja erstmal hier entstatiken. Na gut, entstatiken wir das so. In der Hoffnung, dass das bis nach unten geht. So. Und dann einmal ein Embossing-Stempelkissen. Gucken wir mal, ob das klappt, weil ich habe kein Herz Hintergrund Stempel und deswegen muss ich das mir was anderes überlegen. So, dann einmal abmachen. Ja, doch. Sieht ganz gut aus. Nehme ich mir hier mein Glitzerpuder. Das sieht jetzt erst weiß aus, wird aber nachher durchsichtig. Und wenn sonst irgendwo noch ein bisschen Glitzer hängen bleibt, dann ist das halt so. Einmal ordentlich Glitzer drauf. Abpäppeln. Habe ich denn jetzt hier meinen Pinsel hingeworfen? Dann mache ich jetzt hier noch ein bisschen Glitzer weg. Und dann embosse ich das mal eben fix. Also man sieht das jetzt hier. Na? Das ist alles weiß und das wird dann nachher durchsichtig. Jetzt glitzert hier alles ein bisschen und wie man sieht, glitzert das. Naja, man sieht es nicht ganz so, aber das glitzert echt schön. Spiegelt nicht nur, sondern glitzert wirklich. Und die Schablone war nicht ganz sauber. Jetzt habe ich hier so weiße Ränder an den Herzen, teilweise, die ein bisschen aussehen wie Schmetterlinge. Aber das finde ich eigentlich einen ganz coolen Effekt. Es muss ja nicht so perfekt sein. So, dann geht's weiter.
Und zwar geht es jetzt um die Perlen. Ich habe ja hier mein Streifen Papier. Und darunter muss ich natürlich erstmal die Perlen spannen. Ich werde mir das ein Stück runterziehen und markiere mir das. Das gleiche mache ich auch oben. Ziehe mir das ein Stück hoch, ne, so ein paar Millimeter, damit man nachher die Markierung nicht sieht und ich das nicht wegradieren muss. Und dann weiß ich ungefähr, wo ich das Klebeband aufbringen kann. Dann nehme ich mir doppelseitiges Klebeband und bringe das einmal, naja, so auf. Ungefähr in der Mitte von der Markierung, dass ich nach oben und unten noch ein bisschen Platz habe, ich das nachher abschneiden kann. So, und dann nehme ich mir hier mein Bändchen, suche meinen Anfang, das hier ab und baue mir meine Streifen. So, das klebe ich einfach hier unten fest. Guck ungefähr, wie hoch das muss. So. Na komm. Und das mache ich jetzt so, keine Ahnung, so alle 2-3 cm. Den sollte hier nicht zu straff sein. Eher ein bisschen mehr Luft lassen, abschneiden kann man immer noch. Ich würde mal sagen, die sind ungefähr 14 cm lang. Und damit mir das jetzt nicht immer um die Ohren fliegt, klebe ich da jetzt nochmal einen Streifen Klebeband drüber. Dann ist das Ganze auch fixiert. Und ich habe kein Problem damit, dass ich irgendwo festhängen würde. So. Kann ich mir hier unten meine Dinge auch noch ein bisschen kürzen. Falls ich Schepp geklebt hätte. Was ich natürlich habe. So. Einmal abgeschnitten. Und jetzt geht's ans Fädeln. Ich werde so ein bisschen Pink und Weiß drauf machen. Man kann natürlich, wenn man hat, Nadel benutzen. Wäre wahrscheinlich sinnvoller. Ja. Unfähig. Oder man nimmt einfach mal eine Pinzette. Nehmen wir doch einfach die Pinzette, wenn man so blöde Kunstnägel hat und das einfach nicht auf die Reihe kriegt. Komm her. So, und ich werde jetzt schön entspannt Perlen fädeln. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt fertig gefädelt. Ich habe hier Pink, Weiß, Blau und so abwechselnd. Man kann das natürlich machen, wie man möchte. Und dann ziehe ich mir oben mein Klebeband ab und dann klebe ich mir das hier oben fest. Das ganze Band nicht zu straff machen, das soll sich alles noch schön bewegen. Und ja, das ist das Einzige, glaube ich, worauf man achten muss. Nicht zu straff ziehen, draufkleben. Fertig. Wenn man es zu straff macht, beugt sich dann auch die Karte. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Die soll ja im Prinzip hoffentlich versuchen, flach zu liegen. So. Und das letzte Band, komm her. Jetzt haben wir hier so Perlenstränge und ich werde jetzt erst einmal hier oben wieder meine über den Rand herausragenden Schnüre versuchen abzuschneiden.
Oder zurückbiegen und festkleben, geht auch alles. Und ich werde jetzt hier erstmal mein Stück Pappe aufkleben. Damit ich die Perlen nach unten befördern kann, um dann das weitere Stück Pappe aufzukleben oder Cardstock. Ich mache mir das hier schön voll mit Klebeband. Man kann auch Flüssigkleber nehmen, nur mit Klebeband ist die Befestigung der Perlenstränge ein bisschen einfacher. So. Und dann klebe ich mir das hier fest. Ich gucke, dass ich neben der Falz lande. Und dann oben natürlich abgeschlossen. Ich hätte wahrscheinlich noch einen Millimeter abschneiden müssen. So, und dann einmal schön festdrücken. Weil ich hier natürlich von der Falz den Millimeter bei 10,5 beim Messen dran gelassen habe. So. Und dann habe ich hier meine ersten Perlenstränge. Die kann ich jetzt nach oben schütteln. Und das nächste Stück aufkleben. Da mache ich nicht so ein breites, da reicht ein etwas schmaleres Klebeband. Weil ich habe da ja schon einen Streifen, der ungefähr mittig liegt. So. So. Dann gucke ich mal, ich wollte hier schon ein Stückchen abschneiden, damit das der Spruch ein bisschen mittiger ist. Ja, das ist gut. Und dann das gleiche wie oben. Also einmal Klebeband ab. Und dann das Ganze aufgeklebt. Dann sagt man hier so eine Perlenschüttel-Effektkarte, was sich auch echt schön bewegt. Und da kommt natürlich jetzt noch Deko drauf. Ich habe einmal meine Feen. Die kann man sich natürlich hinpflanzen, wo man möchte. Das auch hier ein bisschen hochschieben. Wenn man 3D-Pads hat und das Ganze ein bisschen höher kleben will, geht das natürlich auch. Ich werde dann habe ich noch mein Kartenaufleger, damit man natürlich was Schönes schreiben kann. Ich werde es mal zusammenfalten. Glatt machen. Den Kartenaufleger mache ich immer 5 mm kürzer als die Seiten. Also wenn ich jetzt 10,5 mal 14,8 habe, dann ist das Ding 10 mal 14,3. Eigentlich. So, ich mag das mit dem Rand immer ein bisschen. Es kommt immer drauf an, wenn ich noch ein Reststück habe, was ein bisschen kleiner ist, dann schneide ich mir das auch zurecht, dass es passt. Also man muss ja nicht immer ein neues Stück Papier zuschneiden, wenn man sowas haben möchte. So. Dann einmal eingeklebt. Und schon kann man die Karte beschreiben. Ja, sie ist sehr kindlich geworden, die Karte, aber sie ist für ein Kind und deswegen finde ich, kann man das mal machen, ne? So eine kleine Spielkarte. Mal mit den Perlen rumspielen, man hat ein bisschen was im Hintergrund und ansonsten passt das so. Diese hier habe ich übrigens auch noch mit ein bisschen Distress, damit da ein bisschen, ne, ein bisschen Farbunterschied zu dem hier unten ist und auch
ein bisschen Leben in diese Varianten reinkommt. Ja, ich finde das sehr cool. Ich hoffe, sie kommt euch an und ich konnte euch ein bisschen Inspiration für eine Perlenkarte liefern, die ihr vielleicht auch nachbastelt. Also ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei. Macht's gut. Ciao, ciao.